Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Steigenberg Hotel in Köln. Heute geht's zur FIBO. Erstes Mal für mich dieses Event. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock und schauen wir mal, was wird. So, wir sind jetzt hier am Frühstücken. Man kann es sehen. Wir haben ein paar leckere Sachen. Wir haben Kartoffeln, Eier, Gemüse, ein bisschen Obst und sieht eigentlich ganz geil aus. Markus ist auch noch dabei und heute ein geiler Tag. So, wir sind jetzt hier auf der FIBO angekommen. Hinten schon alle im Hintergrund. Ich habe auf jeden Fall Bock zu starten. Ich bin mal sehr gespannt. Das ist das erste Mal hier und dann starten wir. Eine wichtige Sache, die mir auf dem Event auffällt, Kleider machen Leute. Es macht einen riesigen Unterschied, ob man Klamotten trägt, die einem gar nicht passen, oder ob man Klamotten trägt, die beispielsweise schön körperbetont sind. Weil der erste Eindruck zählt einfach immer. Wenn man auf jemanden zukommt, wenn man mit jemandem ins Gespräch kommt, ist es umso wichtiger, wirklich einen guten Eindruck zu machen, selbstbewusst zu sein, einen guten Körper zu haben, gute Klamotten zu tragen, die auch gut passen. Und deshalb ist Fitness auch einfach im Alltag so ein wichtiges Thema. Fertig mit der FIBO, war auf jeden Fall ganz cool, ein paar interessante Leute kennenzulernen, Personen zu sehen und allgemein natürlich ein paar Sachen mitzunehmen, ein bisschen Proteinpulver auszuprobieren, die besten Sachen, die es gab und deshalb, ja, war auf jeden Fall nicht verkehrt, kann man häufiger machen und war auf jeden Fall keine schlechte Sache. So, ich komme gerade frisch aus dem Spa, wie man gesehen hat. Regeneration ist ein super wichtiger Punkt, den sehr, sehr viele Leute vernachlässigen. Es ist wichtig, wirklich den Körper in die Balance zu bringen. Ich habe da erst letztens was in der kostenlosen Telegram-Gruppe drüber erzählt. Deshalb, Sauna ist super, Meditation ist super, genug Schlaf ist super, Dehnen ist super, allgemeines Training ist super. Und einfach mal wirklich auch abschalten, ne? Vor allem, wer viel arbeitet, das ist besonders wichtig, auch mal zu entspannen. Würde ich dafür auch mal ein besseres Hotel, investiert das Geld, sagt euch, okay, Spa dabei, Massage dabei, Sauna dabei, das lohnt sich alles. Deshalb, Tipp an der Stelle von mir. So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Fauna Summit. Das ist Robin von Direct Out of the Box. Grüß euch. Was haben wir vor? Kontakte knüpfen. Was noch? Ein bisschen Mehrwert mitnehmen. Ja, coole Aufträge, Vorträge. Genau. Also, wird ein geiles Event, wir freuen uns. So, es geht hier weiter auf dem Fauna Summit. Robin, deine Einschätzung, wie findest du es bisher? Wird gut, war mega bisher, wird noch besser. Wird geil. Ja, finde ich auch. Man kann auf jeden Fall was mitnehmen. Ganz coole Atmosphäre hier, mit vielen Leuten gesprochen, mit ein paar Leuten, die ich auch schon kannte oder die mich auch schon kannten. Immer cool, euch zu treffen und deshalb, geile Sache. Wir sind jetzt zurück vom ersten Tag von Fauna Summit. Fazit bisher? Geil. Und auch das Boss Afterparty. Genau. Mit Akon, sehr, sehr geil. Und ich würde sagen, jetzt geht's mal so langsam Eier machen. Zeit, ein bisschen Regeneration. 1:08 Uhr. Wichtig. Wir sind jetzt auf der Fahrt zurück zum Fauna Summit. Gerade noch im Hotel gefrühstückt, hier mit Adrian. Adrian, welche Rolle spielt Fitness denn eigentlich in deinem Leben als erfolgreicher Unternehmer? Sehr, sehr gute Frage. Habe ich tatsächlich gestern auch schon mal bei jemand anderem drauf geantwortet. Ich finde es super wichtig, weil ich hatte beide Phasen mal durch. Meine Phase, wo ich wirklich gar nicht auf Ernährung, gar nicht auf Fitness und so weiter geachtet habe, weil ich mir dachte, so, ey, ich muss ja den ganzen Tag durchhasseln, 12, 14 Stunden am Tag, weil es ja viel besser ist, anstatt mal irgendwie auch ein bisschen Zeit für Ernährung oder Fitnessstudio aufzubringen. Und ich habe auch Phasen durchgehabt, wie auch jetzt gerade, wo ich halt sehr aktiv darauf achte, regelmäßig ins Fitnessstudio gehe, auf meine Ernährung achte und Co. Und der interessante Part dabei ist, was viele Leute mal nicht bedenken, denken mal so, ja, es ist halt voll der Zeitaufwand. Ja, es ist auch Zeitaufwand, definitiv, die Zeit fehlt dir am Ende. Aber du hast halt viel, viel mehr Energie, weil, sind wir mal ehrlich, so 14 Stunden am Tag durcharbeiten, egal mit oder ohne Fitness, ist super unwahrscheinlich. Das heißt, es ist auch geiler, wenn du dann wirklich fokussiert deine Arbeit durcharbeitest und währenddessen auch fokussiert sein kannst und nicht nach 2 Stunden jedes Mal denkst, boah, ich habe wieder Hunger, boah, irgendwie bin ich müde, boah, irgendwie bin ich energielos. Und man kann so Wochenenden wie auch jetzt, am Wochenende mal weniger schlafen, mal easy wegstecken, weil man einfach fit ist und gesund ist. Das ist so meine Meinung dazu. Ja, sehr stark zusammengefasst. Man sieht es auch bei Adrian, sehr, sehr viele Kunden betreut. Wie viel? Insgesamt über 300, oder? Ja, genau. Mittlerweile fast 350. Ach, stark, ja. Ja, deshalb, er weiß auf jeden Fall, wovon er spricht.
So, gerade angekommen hier im Hotelzimmer. Empire Riverside in Hamburg ist auf jeden Fall richtig, richtig schön. Ich zeige euch mal die Aussicht. Aber scheißt euch nicht in die Hosen. Ist auf jeden Fall wunderschön hier mit dem Hamburger Hafen im Hintergrund. Richtig, richtig geil. Kann man jetzt mit verkehrt machen. Oben hier gibt es noch eine richtig geile Bar. Ja, jetzt geht's gleich zu Denergy. Ich habe richtig Bock, ihn mal persönlich kennenzulernen. Wir haben ja schon viel persönlich diese Zoom-Calls gemacht, die klassischen Coaching-Calls. Ich finde es immer eine coole Sache, die teilen wir dann auch in Person zu sehen. Und dann vor allem auch den Fortschritt, den die gemacht haben. Dann sehen wir uns gleich. Jawohl, komm, zieh, Junge, zieh dran. Sehr gut. So, ich bin hier mit dem Lieben. Denergy. Ja, wir haben gerade gemeinsam zusammen trainiert. Erzähl mal, wie war's für dich? Das war sehr gut. Wir haben erstmal die Beine, waren erstmal dran. Ja. Dann ist meine Hose gerissen. Aber wir haben richtig Gas gegeben. Mir geht's richtig gut gerade, wirklich. Direkt nach dem Training gerade. Finde ich echt super. Ja. Was ist das so für ein Gefühl jetzt mit dem Training wieder durchzuziehen? Also, das Geile ist, dass man halt wirklich mittendrin auch ein geiles Gefühl hat. Also, wenn man irgendwie mit den Armen pusht oder so ein Shit, geht's ja noch geisteskrank an, wirklich. Ich hab richtig Bock, wieder durchzuziehen. Sehr gut. Perfekt. Dann ziehen wir es bis zum Sommer noch durch und darüber hinaus geben wir Gas. Und dann? Mein Körper? Nein, Spaß, weil ich jetzt gerade hochziehen. Sehr geil. So, wir sind jetzt gerade noch im Kühlschrank. Ja. Müssen wir mal einmal einen kleinen Check abmachen. Ja, ja. Was ist denn hier drin? Ein bisschen Zuckerwasser hier in der Tür. Eier ist auf jeden Fall gut. Kleines Gastgeschenk von Knossi mit der Alge. Ja, okay. Dann Marzipan, Senf. Das ist voll alt. Das ist alt, sagst du? Das ist alt. Okay. Gut, ja, kann man dran arbeiten, aber der wird noch ausgeräumt. So, heutiges Event in Köln ist durch. Viel gelernt, Social Media, war nicht verkehrt. Jetzt geht's noch essen zusammen und lassen wir den Abend ein bisschen ausklingen. Herzlich willkommen zur Gewinnernacht 2023 im Kurfürstlichen Schloss Mainz. Ich bin jetzt wieder zurück in Budapest im Haus. Hier wird jetzt gearbeitet, der Alltag steht wieder an, ganz simpel. Es ist viel Coaching-Arbeit, viele neue Beratungsgespräche, Interessenten-Calls, Coaching-Calls, Content, der aufgenommen wird. Ich bin auf jeden Fall froh, jetzt hier wieder in der alten Routine drin zu sein. Gym wird wieder durchgezogen, Ernährung ist wieder sauberer hier zu Hause. Danke fürs Zuschauen, folgt mir auf jeden Fall für mehr, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und euch noch einen geilen Tag.